Und damit herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ich bin der Doomsday, aka Patrick. Willkommen bei meinem Reingeschaut in Forspoken. Mein erster Stream und auch mein erstes Video auf YouTube. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir machen jetzt ein Reingeschaut in Forspoken. Heute ist Release. Und ich bin sehr gespannt. Denn ich liebe ja Square Enix, durch ihre Final Fantasy Reihe. Und ich habe große Hoffnung in diesem Spiel. Und schauen wir mal, hier ist alles in Ordnung. Dann würde ich sagen, legen wir los mit Forspoken für die PS5. Let's go. Square Enix. Hier neue Studio Luminous Productions. Hier weiß ich jetzt mit anderen Namen. Die Macher von Final Fantasy 16, 15 haben das Spiel gemacht. Folgende installierte Add-ons wurden freigeschalten. Okay. Folgende installierte Add-ons wurden freigeschalten. Ah ja. Sagt einem ja noch gar nichts. Ein bisschen lauter machen, ne? So müsste okay sein. So, wir gucken noch kurz bei den Einstellungen. Man kann sogar. Okay. Alle Gegenstände, oder? Schwierigkeit. Steuerung. Fokus auf. Raytracing hat das sogar auch. Performance. Gut. Dann würde ich sagen, legen wir los mit neues Spiel. Wähle den gewünschten Schwierigkeitsgrad aus. Seine Auswahl hat keinen Einfluss auf den Verlauf der Handlung. Du kannst die zudem jederzeit im Menü Einstellungen ändern. Empfohlen für Spieler, die gerne jeden Winkel der Spielwelt erkunden. Ja, so einer bin ich. Ander. So. Was ist der Unterschied zwischen Erkundung der offenen Welt und Standard? Machen Standard. Let's go. Mit zum Intro von Forspoken. Alle haben etwas, wofür es sich lohnt zu kämpfen. Wie Familie, Freunde, wie Werte oder Heimat. Ganz egal, wer du bist, manche Sachen musst du einfach beschützen. Aber was tust du, wenn die Welt sich gegen dich wehrt? Jetzt weiß ich's. Ich wünschte, ich könnte zurück und es mir erklären. Aber ich war dafür gar nicht bereit. Dezember in einem Richterin Maya Bird hat den Vorsitz im Verfahren Das Volk des Staates New York gegen Alfre Holland. Die Anklage lautet versuchter Großdiebstahl. Sie plädieren? Nicht schuldig, Euer Ehren. Verstehe. Nehmen Sie ihr die Handschellen ab. Also, bevor wir beginnen, darf ich Sie daran erinnern, dass Sie nicht zum ersten Mal das Gesetz gebrochen haben. Das linke, das mittlere, das rechte Dokument. Schau mal links an. Zeugnis Hudson Pier High School. Das habe ich lange nicht gesehen. Sarah? Hast du vor, starben wir jetzt einfach Diebstahl, schwerer Diebstahl, Hausfriedensbruch. Nicht meine beste Seite.
bewahr. Der Geborene ist am Holland-Tunnel gefunden. Toll, so in alten Zeiten zu schwelgen. Warum sind Sie hier, Frey? Schwerer Diebstahl? Soll das Ihr Weg sein? Nein, aber das Geld war für... Vergessen Sie's. Irgendwann müssen Sie endlich Verantwortung für Ihr Handeln übernehmen. Haben Sie vom Gewohnheitsverbrechergesetz gehört? Es heißt auch Drei-Verstöße-Gesetz. Ich habe doch nie jemandem Leid zugefügt. Nur sich selbst. Zwei Vorstrafen wegen Diebstahls. Heute mitgezählt sind wir dann insgesamt bei 3. Dafür sitzen Sie unter Umständen ziemlich lange ein. Sie sind so voller... Potenzial? Ich könnte so viel mehr erreichen. Ich habe mein ganzes Leben vor mir. Ich wollte sagen, du bist so voller Wut und Verbitterung, dass ich nicht weiß, ob du je irgendetwas erreichen wirst. Hand aufs Herz. Aber, weil wir bald Weihnachten haben, werde ich dir ein frühzeitiges Geschenk machen. Wehe, du vergeudest es. Ich lasse dich gehen mit der Auflage, dass du 120 Stunden Sozialdienst leistest. Danke. Sie werden es nicht bereuen. Wenn wir uns je wiedersehen, bin ich nicht so milde. Kapiert? Gut. Kannst gehen. Aber Glück gehabt. Frey, einen Moment. Alles Gute im Voraus. Es ist nicht zu spät, dein Talent zum Wohle anderer zu nutzen. Wird sie wohl unter Beweis stellen müssen. Kapitel 1, Bindungen. Das war knapp. Die Richterin hat mir den Arsch gerettet. So viel Glück hat man nur einmal. Das ist richtig. Hey, hallo Sie, Ihr Handy. Du liebe Zeit, danke Ihnen vielmals. Schon okay, passiert jedem Mal. Sie sind meine Rettung, im Ernst. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Ich muss nach Hause zu Homer. Die Arme braucht ihr Futter. Homer. Frays Abenteuer, ein ganz normaler Tag. Spielsystem, Aufgabenliste im Notizbuch. Eine neue Aufgabe wurde hinzugefügt. Im Menü unter Notizbuch findest du eine Liste deiner aktuellen Aufgaben. Werfen wir einen Blick darauf. Notizbuch. An dem, was die Richterin gesagt hat, war zwar was dran, aber ich kann nicht einfach ändern, wer ich bin. Und wenn ich noch einmal geschnappt werde, ist mein Leben vorbei. Deshalb muss ich auch schleunigst aus der Stadt verschwinden. Kehre in deine Wohnung zurück. Bis klar. Ich muss schleunigst nach Hause. Ist hier auch eine Karte? Ich wusste gar nicht, dass man auch in der normalen Welt spielen kann. Ich hasse diese Kälte. Muss schnell ins Warme. Oh, sieht gut aus. Das ist echt perfekt. Da wird sie dich freuen. Ausverkauf? Den kann ich nicht. Hoffentlich sehe ich nie wieder ein Gerichtssaal von innen. Ja, ich habe auch übrigens die Demo gespielt. War ganz gut. Hallo. Bye. Oh, fuck. Oh, Frey. Dachtest, wir finden dich nicht. Hey, Lisa. Lisa? Echt? Dachte, sie wäre Lisa. Das ist Chrissy. Tja, ganz ehrlich, du siehst für mich eben nicht aus wie eine Lisa. Oh! Wo ist das?
Ich hab's nicht, okay? Es gab Komplikationen. Ich hab nicht vor, beim Autoclown erwischt zu werden, aber ist halt so. Ich will keine Komplikationen. Du bewegst dich auf Glatteis. Tja, das höre ich heute nicht zum ersten Mal. Bring die Karre wieder. Ist nicht so einfach. Die Bullen haben sie. Was ist überhaupt das Tolle an der Karre? Das geht dich überhaupt nichts an. Der Boss, Mr. Giggen, ist wirklich übel drauf. Also hol das scheiß Ding wieder. Sonst geht's einer von uns an den Kragen. Darf ich sagen, wem? Echt witzig. Gleich liegst du tot in dieser versifften Gasse und ich sag dir eins. Niemand wird dich vermissen. Niemand. Okay. Okay, du sagst dem Boss, Mr. Chicken. Giggen. Giggen. Giggen! Okay, quick Giggen, quick Giggen. Ich sag ihm, ich könnte ein bisschen mehr Zeit brauchen. Aber schau, ich schieß ihm was vor. Geh mir aus dem Weg, verdammt, los! Aus dem Weg! Verdammt, nein! Warte nur, du kleine Rotzbüre, wenn ich dich erwische, erlebst du dein Leben. Mit Ziegelstein! Lass das frei! Flucht vor den Mitgliedern der Gang. Wenn du nicht schnell genug bist, wird die Gang dich einholen. Mit L3 kannst du rennen und mit X springen. Nutze diese Fähigkeit, um deinen Verfolger abzuschütteln. Alles klar? Verdammt, Frey! Komm sofort zurück, Frey! Jetzt gibt's kein Zurück. Alles noch dran? Oh shit, ich hab's eilig. Tut mir echt leid. Ich muss echt einen Ausweg finden. Wo zum Geier steckst du, Frey? Weglaufen ist zwecklos, hörst du? Vielleicht nehme ich besser die Gasse. Wann geben die endlich auf? Auf der Hauptstraße werde ich sie hoffentlich los. Bin fast da. Wo ist sie hin? Na? Fuck, jetzt spuck's aus! Wo ist sie hin? Gott, wir finden dich, Frey! Du bist tot! Oh, fuck! Oma wartet bestimmt schon. Ich sollte rein, bevor mir was abfriert. Betritt deine Wohnung. Ja, also, wer das Spiel nicht kennt, das Spiel findet nicht in New York statt. Definitiv nicht. Das ist meine Gardine. Home sweet hell. Spielsystem, das Archiv. Im Archiv findest du sämtliche Lesestoff, auf den du unterwegs stößt, und viele nützliche Informationen, zum Beispiel über die Menschen, denen du begegnest. Du kannst im Hauptmenü darauf zugreifen. Nützliche Informationen, die du gesammelt hast an. Okay. Charaktere. Frey. Richterin. Anführerin der Straßengänge New York. Ein wichtiges Mitglied einer New Yorker Straßengänge. Okay. Dann haben wir noch Ausrüstung. Das ist das Vorbesteller
Bonus DLC. Ey, das PlayStation-Logo, das ist cool. Dann haben wir hier eine Halskette. Das ist auch cool. Und Fingernägel. Nett. Ressourcen. Korrentstein. Was uns jetzt noch nicht viel sagt. Und Feder. Gegner haben wir noch nicht. Welt. New York City. Führungszeugnis. Okay. Okay. Tutorials. Ja, okay. Aber jetzt noch nicht viel. Alles klar. Und Statistik. Spielzeit, insgesamt verdiente EP, Kampfgesamtwertung, geöffnete Truhen. Alles klar, na dann sind wir hier fertig. Ich bin der Homer. Der Holland-Tunnel, wo meine Eltern sich verdünnisiert haben. Wer lässt ein Baby an der Straße liegen? Eine gute Frage. Wenigstens war es nicht der Queens Midtown-Tunnel. Das wäre ein beschissener Nachname. Dann können wir uns erstmal hier umgucken. Das Zeug schmeckt dir nicht. Aber ich habe nichts anderes. Ich frag mich, wo Homer steckt. Oh, Katzenspielzeug. Komm mal her. Alice im Wunderland. Verquerer und Verquerer, rief Alice. Wünschte, ich könnte durch den Kaninchenbau ins Wunderland abhauen. Ja. Ein Wunsch könnte wahr werden. Meine treuen Treter. So hübsche Treterchen. Ray's Tornschuhe freigeschaltet. Naja, ist aber eine sehr bescheidene Wohnung, hä? Endlich kann ich neu anfangen. Wird auch höchste Zeit. Du hast einiges an Geld. Hey, Plan. Play ist fruchtbar. Also, genug Geld sammeln. Take care of Gigan's shit. One last time. Essen für Homer und kauf ein Ticket, Penn Station. Abhauen. Alles klar. Wo ist die Katze? Da ist er. Hey, Homer. Hat schöne Augen. Sorry, ich weiß, ich bin spät dran. Na, einsam? Oh. Tja, danke. Aber mein Geburtstag ist erst in ein paar Tagen. Ganz ehrlich, den hätte ich jetzt fast vergessen. Bin so busy in letzter Zeit. Ach tja, weißt du, ich war schwer beschäftigt. Audienzen geben, Drachen töten. Das bleibt unter uns, aber ich bin eine echt große Nummer. Bist du? Na
Riesennummer. Alle zählen auf mich. Wir verschwinden aus dieser Stadt, Homer. Weg von den ganzen Arschlöchern, dem Müll und den Cops. Ich habe genug Geld, dass wir neu starten können. Ja. Ich verspreche dir, wo wir hingehen, lieben sie Katzen. Sogar eine wie dich. Gott. Ich will endlich frische Luft. Blauen Himmel. Nie mehr davonlaufen, nie mehr Cops, nie mehr kämpfen. Morgen. Morgen früh dann hauen wir von hier ab. Du kannst kaum erwarten, von hier weg zu sein. Das ist kein schönes Leben, was er hat. Da brennt's. Shit! Homer! Los, komm schon, nichts wie raus! Bitte, Homer. Erst muss ich Homer finden. Na los, Kleine! Homer! Oh, ein Glück! Wir müssen hier raus, schnell! Nein, nein, nein! Alles Scheiße. Fuck die Tasche! Ab durchs Fenster. Ihr Mie... Nun die letzte Meldung. Bei dem Feuer in einem leerstehenden Gebäude in Hell's Kitchen, Manhattan, handelt es sich um Brandstiftung. Zum Glück ist nur Sachschaden zu beklagen. Die Feuerwehr sieht örtliche Bandenmitglieder in der Verantwortung. Bisher wurde noch niemand festgenommen. Frey, was ist passiert? Du siehst ja aus. Sind Sie allergisch? Was? Katzen. Haben Sie eine Allergie? Nein, ich liebe Katzen, aber bist du in Gefahr? Gut. Sie mag Nassfutter, das Fasrige, mit Stückchen. Sie hat's gern warm zum Schlafen. Manchmal will sie auch auf den Schoß. Und sie muss baden, aber viel Glück dabei. Frey, was ist passiert? Ihr Name ist Homer. Bitte kümmern Sie sich um sie. Bitte! Danke. Was tust du da, Frey? Das Richtige. Ich brauche Zeit, um ein paar Dinge zu regeln. Danach hole ich sie ab. Vielleicht dauert's eine Weile. Frey, warte. Egal was ist, ich kann helfen, Frey.
Frohe Weihnachten. Na also, Homer ist in Sicherheit. Aber was soll ich jetzt machen? Wir werden in eine andere Welt gehen. Wie passend. Nach Mitternacht. Happy Birthday, Frey. Hat's heute auch noch. Danke, Mom. Nein, so bin ich nicht. Nein, ich krieg das hin. Ich hol Homer ab und verschwinde aus. Ah ja, die Neugier des Menschen. Noch irgendwas zu finden? Sieht nicht so aus. Schönes Teil. Bitte den Reifen näher an. Nope, so komme ich leider nicht rein. Ich muss woanders suchen. Yep. Die Luft ist definitiv rein. Hier wohnt doch keiner mehr. Mann, oh Mann. Das lassen die einfach hier? Ich glaube, das gehört nicht in diese Welt. Oh Mann. Wow. Oh. Geil. Bindung Trophäe erhalten. Bisherigen Fortschritt speichern, jo. Ist ja gar nicht hell. Frey's Abenteuer in den Kaninchenbau. Ah. Kann ich rennen? Verlass den Raum. Wo bin ich? Was ist bloß passiert? Ma.
Mann, hier zieht's wie Hechtsuppe. In Ethia. Wer ist da? Und nicht ganz deine Welt. Ich schwör dir, Arschloch, zeig dich, oder ich werde... Mich zeigen? Ich bin nicht zu übersehen. Zeig dich, sagt sie. Ich kann mich schwerlich noch mehr zeigen. Wo bist du? Hier bin ich. Am Ende deines Ärmchens. Das Ding, das du vergeblich versucht hast zu entfernen. Armband. Heißer, jawohl. Du bist ja doch schlauer, als du aussiehst. Nein. Doch. Nein. Doch. Du, der gerade mit mir spricht, bist dieser... Reif? Reif? Wie banal und fantasielos das klingt. Reif. Armberge vielleicht. Armberge. Armberge. Ja, Armberge ist perfekt. Nee, das wird mir jetzt echt so bekloppt. Au, aber es ist wahr. Oh. Stopp, du tust mir weh! Au! Echt jetzt? Nein. Aber was du da tust, ist völlig zwecklos. Was geht hier ab? Na, was hast du denn gemacht, bevor es hier abging? Hm? Ich war... Ist auch egal. Kapitel 2. Gestrandet. Bin noch hier. Wer auch dahinter steckt, hör auf! Das ist echt nicht witzig. Ich verzieh mich. Du kannst nicht weglaufen. Ich hänge doch so an dir. Tja. Wie wär's, wenn wir uns erstmal beruhigen und uns einander vorstellen? Wir könnten zum Beispiel über unsere Hobbys plaudern. Ich höre keine Stimme. Das muss ein Albtraum sein. Gib Acht, dass du nicht stolperst. Du kannst auch sehen? Das kann doch nicht wahr sein. Hör mir zu, Frey. Woher weißt du, wie ich heiße? Uns eint ein Band. Ein Band? Wie jetzt? Was denn für ein Band? Wieso ich, verdammt? Das ist... Nein, hau ab! Bind dich los! Wie du siehst, sind wir beide unzertrennlich. Und nur du kannst mich hören. Stopp! Halt den Rand! Das ist doch völlig irre! Frey, beruhige dich. Du musst mir zuhören. Nein, ich muss nur eins, rausfinden, wie ich heimkomme. Ich wollte dort weg, ja. Es war falsch. Es war so aussichtslos. Nun, die Aussichten hier sind auch nicht gerade rosig, fürchte ich. Was soll das heißen? Hier gab's jetzt nichts zu finden, der sein können. Was? Entdeckung. Oh, nett. Ist das ein verdammter Drache? Psst, der darf dich nicht sehen. Ach, echt? Die Bestie ist sicher schon über alle Berge. Und außerdem... Was? Früher oder später wirst du etwas essen müssen. Okay. Und wie genau kommen wir jetzt hier raus? Die beste Option wäre es wohl, an jener Mauer hochzuklettern. Ja, aber bestimmt nochmal wiedersehen. Aber dann in der Kampf wahrscheinlich.
Okay. Gameplay, Unterhaltung mit Ralf. Ab und zu hast du die Gelegenheit, eine Pause einzulegen und mit dem Ralf die letzten Ereignisse durchzugehen. Wähle dann einfach ein Thema aus, um es anzusprechen. Hey, Ralf. Was genau bist du? Wir sind also eine Bande. Uns eint ein Bahant. Von mir aus, wir kleben aneinander, aber wie passt du ins Bild? Ins Bild? Wer bist du? Ich bin, was du siehst. Spitze! Und mehr verrätst du mir erst nach der Werbepause, oder was? Ich verstehe nicht. Ist schon gut. Wie bist du in diesem Land gelandet? Wie bist du überhaupt in diesem Ramschladen gelandet? Gute Frage. Das wüsste ich auch gern. Ich weiß nur eins. Bevor ich in deine Welt kam, war ich hier in Ethia. Im Ernst? Das heißt, es ist deine Schuld, dass ich hier gelandet bin. Verleumdung! Ich hatte nichts damit zu tun. Ich bin genauso begierig darauf zu erfahren, was uns hierher gebracht hat, wie du. Laufen kann ich nicht. Wie bist du ein Armreif geworden? Sag mal, warst du schon immer so? So? So ein quatschender Schmuck. Nein, ich glaube nicht. Was weißt du denn noch? Ich bin hergereist. Ethia ist nicht meine Heimat. Ich bin hier fremd, wie du. Als ich hier eintraf, herrschte Streit zwischen den Tantas. Den Tanten? Tantas. Die vier äußerst mächtigen Herrscherinnen Ethias. Jede von ihnen besaß eine Gabe. Das heißt, Magie oder sowas? Wenn du damit die Fähigkeit meinst, mich in ein unbelebtes Objekt zu verwandeln, dann ja. Tantas. Mächtige Zauber, die einst über Ethias vier Reiche herrschten. Jede verkörperte eine andere Tugend, von der ihr Herrschaftsstil geprägt wurde. Das Volk Ethias verehrt die Tantas und lebt unter ihrer Obhut im Wohlstand. Aber Ralf zufolge war nicht alles so harmonisch, wie es oberflächlich den Anschein hatte. Ihm dein Handy zeigen. Warum? Was um Himmels Willen hast du da in der Hand? Nein, Smartphone. Das für Nachrichten, Anrufe, Spiele, Videos und für Selfies und... Ich hab nebenbei nicht vor, dir irgendwas davon zu erklären, also frag gar nicht erst. Ich weiß, was ein Selfie ist. Echt jetzt? Nein. Was kann das Ding denn sonst noch? Es hat auch GPS, was mir normalerweise verraten würde, wo ich gerade bin. Und wo bist du? Irgendwo zwischen Fegefeuer und Hölle. Das hat es dir gesagt? Oh ja. Nur die Kamera verwenden. Ach nichts. Oh, eine Wegfindung. Wow, scheiße, was war das? Eins meiner Talente sozusagen. Da vorne scheint eine Siedlung zu sein. Vielleicht können wir dort rasten. Ralfs Kompass. Ralf besitzt viele Kräfte. Unter anderem kann er deinen Weg zu deinem nächsten Zielort weisen. Wenn du seine Hilfe brauchst, dann halte einfach oben gedrückt und er zeigt dir die Richtung, in die es weitergeht. Diese Funktion ist manchmal nicht verfügbar. In solchen Situationen wird ein entsprechendes Symbol angezeigt. Okay. Und woher weißt du das? Was bist du? Meine Fähigkeiten sind schier grenzenlos. Schließlich bin ich eine Armberge. Aha. Das Land heißt Ethia? Jenun. Jenun? Aber du meintest... Ethia, großes Reich. Jenun, kleines Land. Jenun gehört zu Ethia. Verstehe. Wie New York City und der Staat New York. Genau. Bestimmt. Ich habe keine Ahnung, was Newark ist. Nö, nicht Newark. New York. Nu was? Lass stecken, Mann. Gehen wir doch mal hin, um zu rasten.
Bestimmt Gegner, wa? Ah. Hey! Na, du Kleines? Vorsichtig. Na komm, nicht so schüchtern. Im Ernst, tu das nicht. Ziehen wir einfach weiter. Warum hast du denn so Schiss vor dem kleinen Viech? Wow! Weil der erste Eindruck oft trügt. Das sagst du mir jetzt? Shit! Na, steh nicht dumm rum. Hier geht das Monster. Angriffsmagie. Frey kann dank dem besonderen Band, das sie mit dem Reif verbindet, mächtige Angriffszauber einsetzen. Drücke R2 für einen schnellen magischen Angriff und halte die Taste gedrückt, um mehr Kraft zu sammeln. Verschiedene Angriffszauber sind verfügbar. Halte R1 gedrückt, um ein Menü zu öffnen, in dem du zwischen ihnen wechseln kannst. Was zum? Jetzt nur keine Panik. Okay. War ich das? Nun, ich war nicht ganz unbeteiligt. Das war doch nicht ich. Nein, wir. Das war beschissene Magie, Mann. Nun, vielleicht hat unser Band gewisse Fähigkeiten geweckt, die... Ich bin eine scheiß Magierin, oh Mann. Ich höre immer nur ich. Ich bin eine scheiß Magierin, ich fass es nicht, Mann. Ja, okay, das ist mein neues Leben. Ich kann Magie mit einem Abreif reden, krasse Viecher umlegen, weißt du was? Bald kann ich fliegen. Oh, bitte, jetzt übertreibst du aber. Ach, tu ich das? Ich kenne ja die Regeln nicht. Wenn du diese neuen Fähigkeiten meistern könntest, mit meiner Hilfe, versteht sich, dann... Hast du meinen glorreichen Sieg etwa nicht gesehen, Bruder? Oh, ich bin hier, ihr Möchtegern-Monster! So, können wir Magie wechseln? Wir haben Sprengfuss, Bildschuss, generiert beim Aufladen eine Abwehrschild, beim Auslassen zum Burst und Salve. Okay. Aua. Ralf kann dich vor Angriffen schützen, damit du weniger Schaden nimmst. Er verteidigt dich ohne dein Zutun. Aber du solltest deine Trefferpunkte im Auge behalten, denn auch Ralfs Möglichkeiten sind begrenzt. Okay. Indem du Gegner besiegst, verdienst du Erfahrungspunkte. Wenn du genug davon gesammelt hast, steigst du eine Stufe auf. Unterwegs kannst du auch auf andere Weise Erfahrung gewinnen, zum Beispiel indem du Missionen abschließt. Hm. In deinen Ort zum Ausruhen. Aber ausweichen konnte ich noch nicht. Da liegt was auf dem Boden. Was ist mit den Viechern hier? Materialien sammeln. Elf hier hat voll nützliche Ressourcen wie Erze und Heilpflanzen. Musst du wissen, wo du danach suchen musst. Sie werden dir bei deinem Abenteuer äußerst nützlich sein. Also greif zu, wenn du fündig wirst. Los! Sie wirkten tatsächlich irgendwie verändert. Das wirft die Frage auf, was wohl für diese Mutation verantwortlich ist. Heiltränke und Trefferpunkte. Frey kann Heiltränke benutzen, um ihre Trefferpunkte aufzufüllen. Wenn ihre Trefferpunkte auf 0 sinken, ist das Spiel vorbei. Also vergiss nicht, rechtzeitig einen Trank einzunehmen. Drücke dazu nach unten. Ja, das ist doch wohl nicht normal. Okay. Ausweichen wäre mal schon nicht schlecht zu wissen, wie das geht. Ja. Was ist das? Pflanzen. Das ist Gefahr. Oh. Gefahr. Hm. Gibt's hier? Nur noch Raps. Oh, eine Kiste. Wilder Moschus. Wir können uns auch hier die ganzen Pflanzen angucken und Steine. Okay. Er ist hier nicht. Hm.
Okay, nochmal zum Mitschreiben. Geh das mal dahin. Ich bin also an einem Ort, der nicht gerade meine Welt ist. Hier gibt es verdammte Drachen und... Oh ja, ich red mit einem verfickten Reif! Armberge. Aber nichts drin. Alter, 3 von 6. Na, der Schuss ist gut. Kurz. Mana plus 10. Okay. Level gefliegen oder wie? Oh, Heiltrank. Oh, was zum Teufel? Das fühlt sich so komisch an. Es scheint eine Art perfides Miasma in der Luft zu liegen. Okay, Kommando zurück. Aber es scheint überhaupt keine Wirkung auf dich zu haben, oder? Außerdem sehe ich wenig Nutzen darin, kehrt zu machen. Also dieses Miasma, was ist das genau? Eine ziemlich mysteriöse Sache. Ich vermute, dass es die Ursache für das sonderbare Aussehen der hiesigen Fauna ist. Und wieso tut es mir dann nichts? Gute Frage. Könnte es vielleicht daran liegen, dass du dir so einen hervorragenden Reisegefährten ausgesucht hast? Nö, eher nicht. Ganz bestimmt nicht. Nichts als Ruinen. Hier war wohl schon eine Weile niemand mehr. Frag mich, wie lange hier schon alles verfallen ist. Vielleicht sehen wir uns besser woanders um. Reifsradar. Mit Reifskräften kannst du Gegner und Gegenstände in deiner Nähe orten. Das ist praktisch, um frühzeitig herausfinden, was dich hinter der nächsten Ecke erwartet. Da ist etwas. Okay. Sieht nach einer Kiste oder so aus. Ja, dachte ich mir. Komm mal, halt dran, jetzt bin ich voll. Das sind Gegner. Unterstützungsmagie. Unterstützungsmagie hat eine Vielzahl an Effekten, die im Kampf das Blatt zu deinen Gunsten wenden können. Manche lästige Gegner musst du bremsen oder sogar ganz stoppen, bevor du sie angreifen kannst. Untersuchungsmagie macht es möglich, setz deinen aktuellen ausgewählten Unterstützungszauber mit L2 oder drücken L1, um ein Menü zu öffnen, in dem du einen anderen Zauber auswählen kannst. Beachte, dass du nach dem Einsatz eines Unterstützungszaubers eine Weile warten musst, bis du ihn erneut benutzen kannst. Du kannst aber den Vorgang durch einen erfolgreichen Treffer mit Angriffsmagie beschleunigen. Okay. Komm mal hier. Blüte, lässt einen Bereich deiner Wahl Blumen sprießen, die zu mir... Okay. Okay. Das Anvisieren, so viel zu frische Luft und blauer Himmel. Ich wollte an einen besseren Ort fliehen. Und wo bin ich gelandet? Hier ist es noch 10-mal schlimmer. Oh, du Ärmste. Bereit, Ränger, der ist voll. Gleich geht's weiter. Voll. War ja klar, dass die Bestien mit der Zeit größer werden. Das ist richtig. Ich Glückspilz. Ihn als Visier nehmen, ja, weiß ich. Yep. Keine große Energie da ist. Yep.
bereit? Wenn du Angriffs- und Unterstützungszauber einsetzt, wird dein Schubmagie nach und nach aufgeladen, sodass du dich einen besonders mächtigen Zauber wirken kannst. Drücke R2 und L2, wenn deine Schubmagie aufgeladen ist, um ihn zu entfesseln. Sie geht bitte laut, oder? Muss ich mal da runter? So. Alles klar. Oh, nicht schlecht. Todesstöße. Wenn es dir gelingt, der Gegner aus der Fassung zu bringen, wird er manchmal anfällig für einen Angriff, bei dem Reißfähigkeit bei einem Schaden anzurichten. Voll zum Tragen kommt. Sobald du nah genug bist, kannst du einfach Dreieck drücken, um den Angriff auszulösen. Er bewirkt nicht nur enormen Schaden, sondern kann aus dem Phrase Trefferpunkte auffüllen. Nett. Mana und Magie. Du bist eine Stufe aufgestiegen und hast Mana verdient. Damit kann Phrase neue Zauber erlernen. Ohne dazu das Hauptmenü. Öffne dazu das Hauptmenü und wähle Magie aus. Hier kannst du Mana verbrauchen, um neue Zauber zu erlernen. Du erhältst Mana, wenn du eine Stufe aufsteigst und findest manchmal auch unterwegs welches. Oh, Scheiße. Füge deinen Fertigkeiten einen neuen Zauber hinzu. Halte X gedrückt, um ihn zu erlernen. Lauf. Ich kann gerade nicht umgucken. Luft nach oben, Trophäe. Ich bin Stufe 2. Hübsch. Danke, Professor. Du sollst mich Armberge nennen. Klar. Reif. Klar. Gehen wir Freunde werden. Shit! Diesmal wäre es ratsam, wegzulaufen. Ach was! Ist richtig. Magische Parcours. Du hast die Fertigkeit Lauf freigeschaltet, die es dir ermöglicht, den magischen Parcours zu nutzen. Mit ihrer Hilfe kannst du deine Feinde davon sprinten und dabei automatisch niedrige Hindernisse überwinden. Halte linken Stick und Kreis drücken, um es auszuprobieren. Okay, das ist der Hammer! Sieh dir diese Sprünge an! Sehr beeindruckend. Pass nur auf, dass du vor lauter großen Sprüngen nicht hops gehst. Ich laufe wie der Wind und das ohne müde zu werden. Bitte, lass es dir nicht zu Kopf steigen. Nein. Das war knapp. Wo zum Teufel sind wir? In einer wichtigen Stadt, nehme ich an. Hallo? Jemand zu Hause? Meldet euch, falls mich jemand hört! Totenstill. Dann lass uns weitersuchen. Und du solltest vielleicht Ausschau nach einem Ort zum Rasten halten. Sehen wir uns dort um. Finde die Stadt. Zielort einstellen. Unterwegs auf Phrase Feld ist es leicht, sich zu verlaufen. Markiere daher Zielorte auf der Karte, damit Reif dir helfen kann, den Weg zu finden. Diese Markierungen werden außerdem am oberen Bildschirmrand angezeigt. Öffne das Hauptmenü und wähle Karte aus, um dir einen Überblick über Gebäude und andere potenzielle Zielorte zu verschaffen. Okay. Gewährt einen Überblick über die Umgebung mit deiner Position im Zentrum. Auch deine letzte Bewegungen werden angezeigt. In der Nähe gibt es einen Ort, wo du eine vielversprechende Rast einlegen kannst. Setze mit X eine Zielmarkierung. Ah. Okay, konnte jetzt nicht viel machen. Erkundung im magischen Parcours. Der magische Parcours erlaubt es dir, deine Umgebung mit akrobatischer Leichtigkeit zu erkunden. Hohe Gebäude in Sekunden zu erklimmen und Hindernisse mühelos zu überwinden. Halte doch mal gedrückt und finde heraus, was es in Junons Burgstadt zu erkunden gibt. Jetzt, wo du über diese neue Fähigkeit verfügst. Okay. Ist denn echt gar keiner mehr hier? Danach sieht es zumindest aus. Vielleicht hat die seltsame Luft die Leute dazu bewogen, freundlichere Gefilde aufzusuchen.
Hoffentlich. Dann wären sie wenigstens noch am Leben. Mal kurz. Also Pfeifen können wir auch mal, ja. Was bei Einstellungen, was gucken. Mal kurz gucken, wie die Qualität aussieht. Ja. Aber jetzt ist es dann nur 30 FPS. Du wirst dich verteidigen müssen. Mach ich, und zwar mit dir. Das nehme ich mal mit. Okay. Kritische Treffer. Wenn du einen nichtsahenden Gegner überrumpelst oder einen Treffer von der Seite oder von hinten landest, gelingt ihm manchmal ein besonders starker kritischer Angriff. Dies ist von hinten wahrscheinlicher als von der Seite. Sei clever und kundschafte die Lage vor Kämpfen mit Reifs Radar aus, damit du dich möglichst günstig positionieren kannst. Was ist hier nur passiert? Dass niemand da ist, ist das eine, aber alles ist so strange. Vielleicht hat es mit den seltsamen Kreaturen zu tun, die hier herumstreifen. Ja. Okay. Lass mal hier noch die Kisten sammeln. Oh, hallo. Auch gleich auf die Viecher. Da einmal nicht hin. Nicht viel, aber naja. Mal schlecht. Ja, das könnte nützlich sein. Kisten, ey. Verdammt viele Kisten. Jo, erstmal die beiden. Ey. Dann was zu liegen. Wie weit noch? Wir nähern uns. Wir müssen. Nein, eigentlich. Aber ich wäre erstmal hier. Da gibt's wohl keine Monster. Warst du auf körperliche Ertüchtigung aus? Du kennst mich aber schlecht. Hier wird man irgendeine Fähigkeit brauchen. Da komm ich nicht hoch. Warte. Erstmal Loot. Was ist? Fliege im Mund. Ekelhaft. War es denn wirklich eine Fliege? Eigentlich auch auf der Karte. Was? Kotzruhe, ja, ja. Man sieht die sogar. Ah ja, da könnt ihr ja wissen, dass wie bei Assassin's Creed es voll sein wird mit Kisten und man darf alles abklappern und wahrscheinlich brauchst du alle Kisten für die Trophäe. Vermute ich mal. Genau.
sonst auch noch was? Kannst du auch schwimmen? Willst du mir weismachen, das wäre deine einzige Option gewesen? Und wenn schon, du spürst es sowieso nicht. Beeindruckend. Vor allem, wenn man deine Kleidung berücksichtigt. Oh, ein Kompliment? Von mir? Nicht doch. Hier ist es kühl und warm gleichzeitig. Und was heißt das nun genau? Na, vergiss es. Ah. Oh, hallo. Aus dem Weg! Boah. Statusleiden. Manche Angriffe des Gegners verursachen Statusleiden. Die Vergiftung oder Ausdauerschwund. Dies könnte dir das Kämpfen extrem erschweren, also solltest du entsprechende Attacken möglichst ausweichen. Wenn alle Stricke reißen, können sich gewisse Zauber und Ausrüstungsspektre als hilfreich erweisen. Oh, komm schon! Jetzt aber, Frey! Schon dabei! Schauen wir mal nach. Ein Gebäude. Besser ist das. Nur für alle Fälle. Also kann man auf jeden Fall sehr viel sammeln. Hallo. Gut, dass man diese Vorsprünge auch benutzen kann, um hochzukommen. Fallschaden? Ich glaube, ja, in der Demo gab es, glaube ich, Fallschaden. Wenn man zu tief fällt. War es noch eine Kiste? Ja. Und aber auch Gas. Alter. Etwas gefunden? Den noch erhöhen kann, den Wandlauf. Da ist noch was. Wie komme ich da hin? Kiste hier. Was ist höher? Auch Fallschaden, oder? Ah. Hey, nicht so weit. Dinge. Ich komme da nicht hoch. Blöd. Wie fühlst du dich? Ich halte noch durch. Soll das ein Pinder dabei? Kann natürlich auch sein. Jetzt sei nicht undankbar. Da ist unser Ziel. Aber da sind noch zwei Kisten, die ich gerne hätte. Nein! Oh. Tja, ist echt nett hier. Bestimmt war es das früher einmal. Fröhliche Gesichter überall. Ich kann es mir bildlich vorstellen. Verdammt, hier hat echt alles einen Bruch. Man könnte es wohl durchaus poetischer beschreiben, aber ja, in der Tat. Der Bruch. Die Welt, in der Frey gestrandet ist, wirkt auf den ersten Blick menschenleer. Gebäude liegen in Trümmern und bösartige Monster streifen durch das verwüste Land.
Bray tauft das seltsame Phänomen, das die Ursache dieser Probleme zu sein scheint, der Bruch. Gibt's hier keinen Ort, den dieser Bruch nicht zerstört hat? Wer weiß. Irgendwo vielleicht. Gut. Aber ich will jetzt erstmal eine Pause machen. Das heißt, für YouTube war es jetzt erstmal mit der ersten Folge von Forspoken, dem reingeschaut. Und hier auf Twitch geht es natürlich gleich weiter nach der Pause. Und bei YouTube gibt es dann das Video vielleicht am selben Tag. Mal schauen. Gut. Kurze Pause. Bis gleich.